Hallihallöche, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Unturned. Ich sehe gern zu, wie Benzin produziert wird. Oh, 100%. Es hat weiter produziert, während ich aus dem Spiel raus bin, um meinen Ton zu verfeinern. So, das heißt, ich muss mal ganz eben schnell... mich beunruhigt, dass die Gesundheit immer noch so niedrig ist. Vielleicht nehme ich mal einen Schluck aus der Kantine, um meinen Wasserhaushalt wieder aufzufüllen. Kann ich ja hier gleich wieder füllen. Und vielleicht nochmal einen Schluck. Und da geht es auch schon wieder nach oben, die Gesundheit. Sehr schön. Dann essen wir hier noch ein... was soll's kommen? Ich esse hier mal so ein Sandwich. Und dann wird es uns auch gleich wieder besser gehen. Die Kantine fülle ich gerade nochmal eben. So, und dann de-equippen. So, Wunderbärchen. Hier natürlich wieder alle Türen offen gelassen, ganz klar. Tag der offenen Tür hier. Warum ist hier offen? Hier ist doch keiner raus. Getränke oben. Ja, was soll's, nehme ich hier oben raus. Müssen wir dann halt mal wieder nachfüllen. Getränke beziehungsweise brauche ich gar nicht. Aber Brot. Brote haben wir unten. Ist ja klar. So, hier ist noch helle Beleuchtung überall. Die können wir mal... eigentlich können wir die Dinger laufen lassen. Wir haben jetzt so viel Benzin. Und ich fahre ja eher ungern mit der Karre da durch die Gegend. Mit unserem schicken Jeep. Wo sind Brote? Hier sind die Brote. So, das BLT nehmen wir mit und ein Grilled Cheese. Und nochmal eins. So. Da haben wir dann so viel Benzin, aber fahren mit dem Auto eigentlich nicht sonderlich viel rum, außer wenn wir dann tatsächlich eine Erkundungstour machen. Da bin ich aber noch am Überlegen, ob wir dazu das Auto nehmen. Da uns ja die Zombies die Karre kaputt machen. Wobei ich aber ja eine Torch dabei habe und somit die Karre auch wieder reparieren kann. Also, ja, Fragen über Fragen. Ich weiß selber nicht. Keine Ahnung. So, dann holen wir uns ganz schnell mal den Sprit da raus. Dass das Ding weiter produzieren kann. Ich renn mal eben. Ich glaube auch, unser Gemüse da oben ist auch schon wieder reif zur Ernte. So, komm her. Und zack. So, dann kriegst du ein bisschen was. Okay, da ist nur sehr wenig drin. Der war, glaube ich, jetzt nur zu 17% bzw. zu 20% gefüllt. So, dann will ich die auch mal kurz auffüllen. Du kriegst was. Und der hier kriegt auch einen Schluck. So, dann haben wir noch 10% in unserem Großkanister drin. Sieht schon geil aus. Aber irgendeinen Zaun will ich da noch drumherum. Bin mir unsicher mit den Metallbars. Die gehen, glaube ich, tatsächlich nur am Fenster. Naja, vielleicht mache ich mal doch mal welche. Gerade da fliegt was. Vielleicht mache ich doch mal welche und versuch's mal. So, dann füllen wir das hier rein. Und den wieder zack, weg ins Eck. So, dann brauche ich noch mehr Metallbars. So und so und so. Kann ich jetzt eine Bars Fortification machen. Missing Window. Ich hab's mir doch gedacht. Verflucht. Und zerlegen kann ich das Ding auch nicht, oder? Nein. Na gut, dann haben wir eine übrig. Packen wir hier mal rein. Gut, schlechte Idee. Das packen wir da rein. Jetzt haben wir natürlich kein Metall mehr. Huch, weggeschmissen. Wollte ich nicht. So. Aber diese Holzrahmen, Wooden Frame.
Die müssten wir doch theoretisch machen können. Dazu nehme ich mir mal ein paar. Ah, oder habe ich weiße noch? Habe ich denn noch weißes Holz? Ja, weiße Birken. Dann nehme ich mir hier die Planken. Brauche ich dazu überhaupt die Planken? Birch Frame. Genau. Ich will aber gerne den Large Frame. Da brauche ich 8 Stück dafür. Aber wir haben hier offensichtlich noch genug Birken-Loks. Ja. Gut, dann nehme ich mir hier ein paar Loks raus. Schwuppdiwupp und mach mir da ein paar. Ja. Ein paar Planks. Raus. Hm. So. Und dann müsste ich theoretisch und wahrscheinlich auch praktisch eher einen Large Frame. Viele Large Frames. Was war denn das da? Eine Barrikade. Aber diese Barrikade war, glaube ich, nur so ein Brett mit so einem Stab dahinter. Ja, das sieht komisch aus. Ein Rahmen versuche ich mal. Hä? Was ist das für ein riesiger Rahmen? Krass, haben die den Rahmen geändert? Der sah doch davor nicht so aus. Ist ja verrückt. Ich meine, geil, jetzt habe ich hier so einen riesigen Rahmen. Damit kann ich mir natürlich ein richtig geiles... einen richtig geilen Zaun machen. Wo mache ich denn die Tür? Hier vielleicht so links. Krass. Cooler Rahmen. Kommt man da irgendwie durch? Ach, da kommt man noch durch. Okay. Hm. Ah, ich glaube, ich weiß, wie man da nicht mehr durchkommt. Ich versuch's mal nochmal einzubauen. Was ist der kleine? Ich mach mal noch einen kleinen. Ah, kann ich den hier? Ne, den kann ich nur so. Da kommt man aber auch durch. Hä, sind die schon immer so riesig? Krass. Sind doch normal nicht so groß. Okay, den kann ich da so. Nö, dann mache ich mal nochmal einen großen. Ja, den großen. Zack. Kann ich denn den hier so zur Hälfte rein? Nein, kann ich nicht. Dann versuchen wir mal so. So, ist zwar irgendwie sinnfrei, wenn man hier eh durchlaufen kann. Und sieht auch irgendwie sehr strange aus. Hm. Ich glaube, ich mache mal so eine Barrikade. Birch Fortification? Wie sieht das aus? Ach, das braucht auch wieder ein Fenster. Ah, Mann. Wo ist denn diese Barrikade? Birch Barricade, dazu brauche ich auch noch Stickies. Kein Problem, dazu sägen wir 1 Stickies. Und dann brauche ich noch mehr Planks, auch kein Problem. Oh, doch, ich habe keine Loks mehr, okay. Hm. Warum kann ich mit der Barrikade in der Hand nicht rennen? Ach, weil ich schon wieder am Kriechen war. Am Crouchen. So, dann nochmal eben Holz holen. Warum verstecke ich mich hier hinter dem Schrank? Sehr komisch. So,
Jetzt hat er sich wieder hingehockt. Ach, hör doch mal auf. Hier. Birch Planks. Mal einfach mal viele, viele Planken draus. So, Barricade. Barricade, Birch Barricade. Eine bauen wir mal. Blockt. Ach ja, genau. Die sieht so aus, wie ich mir das auch dachte. Vielleicht kann ich die ja da irgendwie mit reinbasteln. Aber das würde ich dann auch, da würde ich dann auch sehr viele davon brauchen. Außer wenn ich die tatsächlich so oder hier drin. Geht das? So würde gehen. Mal gucken, wie es aussieht. Okay, sieht einfach nur scheiße aus. Und mit diesen komischen Riesenfenstern sieht es auch irgendwie kacke aus. Weißt du was? Ich mach die Dinger wieder weg. Hoch, das da will ich haben. So, was mache ich jetzt mit diesen Riesenrahmen? Wegschmeißen. Oder kann ich die vielleicht so irgendwie? Ich weiß zwar nicht, was es bringen sollte, aber mal gucken, wie das aussieht. So als Rahmen für, weiß ich nicht. Dann sind sie auf jeden Fall mal verarbeitet. Sieht schon sehr seltsam aus. Ach, was soll's, ich schmeiß sie einfach weg. Hier. Und ich stell sie da irgendwo hin. Mal was mal hier rein. Warum auch immer. So, zack. Und dann hole ich mal den anderen auch. Ich verschandel hier einfach mal ein bisschen die Umgebung. Was soll's? Dass die so riesig sind. Also die anderen waren noch nicht so groß. Niemals. So. Das ist jetzt special. Und dann stellen wir die blöde Barrikade da auch davor. Ach ne, die geht ja nicht. Die braucht ja ein Fenster. Dann schmeißen wir die weg. Hier haben wir noch einen kleinen Rahmen. Den machen wir auch hier hin. Dann ist es unser modernes Kunstwerk. So. Und da haben wir noch eine Barrikade. Die stellen wir hier hin. Oh nein, die könnte ich eigentlich hier so demonstrativ auf die Straße stellen. So. Ist jetzt hier unsere Barrikade. Gut. Also mit Rahmen um das. Rahmen um die Dingens war ja nichts. Schon wieder so viel Benzin drin. Um Gottes Willen. Das Ding ist ja schneller als die Feuerwehr. Muss ich ja schon wieder meinen Kanister holen. Wir wollen ja nichts vergeuden. Wobei wir werden wahrscheinlich sehr viel vergeuden, also. Was soll's. Egal, ich hol's trotzdem. Wir ballern ja hier eh den Sprit raus mit Licht brennen lassen und sowas. Egal. Wir haben's ja jetzt. Definitiv. So.
Kriegt der ein bisschen was? Gut. Dann bringen wir das mal ins Lager zurück. Ins Benzinlager. So, rein damit. Und du wieder ab ins Kittchen. So, und dann packe ich das Holz mal eben weg und dann... Ich wollte noch was machen. Was steht denn auf der To-Do-Liste? Sprit holen. Brauchen wir nicht mehr, haben wir gemacht. Wir werden nie wieder Sprit holen müssen. Metall holen brauchen wir auch nicht. Stehlampen craften. Oh ja. Oder habe ich doch schon? Ach nee, ich wollte noch mehr. Einrichtung, Turm bauen. Okay, gut. Stehlampen. Dazu brauche ich auf jeden Fall Metall. Das Holz packe ich mal wieder weg. Toll, jetzt habe ich hier lauter Planks. Mist. Wollte ja eigentlich keine Planks mehr machen, nur noch Logs. Egal. Schon zu spät. So, was weg ist, ist weg. Drauf geschissen. So, Stehlampen. Kriege ich jetzt wahrscheinlich, nein, ich krieg's nicht angezeigt. Nehme ich mir mal unser letztes Scrap Metal. Vielleicht kriege ich es dann angezeigt. Fackeln kriege ich angezeigt. Ein Mannequin aus Metall kriege ich angezeigt. Türen, aber kein... Habe ich noch eine Bar? Ja, ich habe noch eine Bar. So, kriege ich jetzt vielleicht eine Lampe angezeigt. Hier. Nein, hier. Ja. Ein Cage Light. Zwei Bars. Für ein Cage Light brauche ich wieder Wire. Oh, kein Bock. Ah, ich habe keinen Bock, um Wire zu machen. Ich habe ja oben schon so Stehlampen. Eigentlich brauchen wir nicht so viel Licht. Egal, nein. Jetzt habe ich die da reinget... Ach, egal. So. Dann baue ich jetzt mal am Turm weiter, glaube ich. Denn das kann ich am besten... wo ist er denn? Da drüben. So, den müssen wir nämlich auch noch weiter ausbauen. Den will ich ja bis in die Wolken hochsetzen. Und dann, ja. Gehen wir mal auf Wanderschaft. So. Hopf. Sind irgendwie mehr geworden. Irgendwie sind das mehr als vorher. Zack, zack. Okay, der hat sonst nichts gedroppt, so wie es aussieht. Ja, haben wir ein paar Loks. Schwuppdiwupp. Mal einloggen hier. Okay, das war's von dem Baum. Dann schmeißen wir den hier noch um. Huch, ich bin fest. So, komm her. Oh, der hat aber hier auch nicht viel dabei gehabt. Hier unten unser komischer Rennwagen. Mit dem wir hierher gefahren sind. So, wo sind deine Loks hier? Oh, der hat gut was dabei gehabt. Sehr schön. Und wie sieht's hier aus? Hier sieht's auch. Ah, naja, gut. Vier Stück. Geht.
So, da sind auch jetzt nicht so viele rausgekommen bei... Wie viel haben wir denn jetzt? Ein bisschen was. Wir brauchen noch deutlich mehr. Ich will dann da nicht ständig wieder losrennen müssen. Dann hauen wir den hier noch um. Zack, zack. Zack, zackedi, zack, zackedi und zackedi. Okay, hier den noch. Und wenn wir schon dabei sind, auch den schön abholzen. Hier. Das sind natürlich alles kranke Bäume. Ist klar, also wir würden niemals einen gesunden Baum fällen. Haben wir ja schon bei Animalica gelernt. Gesunde Bäume darf man nicht fällen. Und deswegen sind die krank. Also nicht deswegen sind die krank, aber ich weiß, dass die krank sind, deswegen geht das schon in Ordnung. Oh, einer. Oh, der hat aber nicht sehr viel gedroppt. Ach, das war ja auch der hier. Den habe ich übersehen, den einen. Ah ja. Interessant. Der Herr Los Ossos wird so langsam alt und blind. Was muss ich denn überhaupt? Wo bin ich denn da oben überhaupt? Hier fehlen mir noch... Warum fehlen mir hier Wände? Verstehe ich gar nicht. Gut, dann machen wir uns da ein paar Fenster. Window 1, 2, 3 und 4. Zack. 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 Und zack. So, dann geht's wieder hoch. Hier habe ich, glaube ich, überall Fenster. Well. Da wäre er schier in den Tod gestürzt. Nein, ich will hier hoch. So. Ja, hier haben wir überall Fenster. Gut, dann noch eins höher. Hä? Komisch. Aber hier haben wir, glaube ich, auch überall Fenster. Jawohl, da sind auch überall Fenster. Gut, dann sind jetzt wohl die Pilares dran. Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Und ein Hole. Ach, und dann muss ich ja wieder Treppe machen. Leiter. Wow, wir sind ganz schön hoch. So, dann das Loch. Und dann eine Leiter. Wie war das? Stickies, glaube ich, für eine Leiter, ne? Wo war die? Hier? Nein, die war hier. Nein, die war hier. Nein, die war hier. Nein, die ist nirgends, weil ich keine Stickies habe, oder? Ja, das war... Ah, Stickies und Klebeband. Oh, und Klebeband haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Ach nö. Dann muss ich da wieder runter. Ich bin am Überlegen, ob wir nicht vielleicht sogar in der nächsten Folge dann tatsächlich schon den Ausflug wagen. Und einfach mal so ein bisschen die Karte erkunden. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Wenn ich jetzt hier nicht runterfall. Denn wir haben nicht mehr so viel Klebeband. Klebeband müssen wir herstellen mit Chemikalie und Cloth und so weiter. Und Seil, glaube ich. Und da habe ich eigentlich irgendwie gerade gar keinen Bock drauf. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier eine kleine Folgenpause. Jetzt ist er ja eigentlich fast fertig, oder? Ich weiß es nicht. Machen wir hier eine kleine Folgenpause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Time to Play hier bei Unturned. Und dann gehen wir mal erkunden auf Wanderschaft. So,
Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.